Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Look Fantastic The Box. Die habe ich hier aus dem Monat Juli. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Monat kommt die nicht in der Box, sondern in einer Tasche. Und das finde ich ziemlich cool gemacht. Das passt halt für den Sommer auch so ein bisschen, weil die kann man dann auch super weiterverwenden, um sie als Reisegepäcktasche zum Beispiel zu nehmen, ne? Wenn man da so seine Flüssigkeiten reinpackt. Das ist eine Box. Die kommt aus England, erscheint monatlich und kostet ab 17 Euro pro Box und pro Monat. Und ich habe sie einmal selber im Abo und zeige euch, ich weiß gar nicht welche, also die Box, die dann immer als erstes ankommt, ne? Entweder meine Kooperationsbox oder halt meine eigene. Und ich verlose dann einfach die andere, die noch erscheint. Und ja, in diesem Video reden. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht nämlich unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Und ihr könnt auf die erste Box auch immer mit ClaudiWelt sparen. Das ist mein Code, den ich bei Look Fantastic habe. Da könnt ihr auf alles sparen. Also das ist der maximale Rabatt, der da gegeben werden kann. Und wenn ihr den Link in der Infobox verwendet, supportet ihr mich auch noch. Und ja, hier haben wir dann einmal die Produkte schon direkt zu sehen. Und das, was ich sehe, freut mich tatsächlich schon direkt. Also erstmal die Tasche an sich. Finde ich cool, ist aber dann wahrscheinlich gar nicht im Preis mit drin, also im Wert, denn wir haben 6 Beauty-Produkte im Wert von mindestens 60 Euro immer jeden Monat. Ne? Ich starte mal mit dem ersten, das verwende ich seitdem Katrin von Katrins Welt und so, da immer mal wieder auch gezeigt hat, dass sie sowas hat. Von Brushworks gibt es das jetzt auch, Microfiber Wrist Wash Bands, das ist total praktisch. Also wenn ich mich morgens fertig mache, wenn ich mich nicht abschminke, wenn ich mein Gesicht reinige, mich pflege und so weiter, meine Zähne putze, mache ich mir das dann immer einfach um meine Handgelenke und suppe mich damit nicht komplett zu. Das ist eben immer so das Ding, ne? Denn gerade morgens habe ich noch nicht so die Koordinationsfähigkeit. Abends scheinbar auch nicht, denn ich kriege das Ding gerade nicht auf. Und dann habe ich das so oft schon gehabt, dass ich mir dann alles, was ich anhatte, vollgeschladdert habe, weil mir das dann quasi, also das Wasser oder die Suppe oder was auch immer, ist mir dann quasi so runtergelaufen. Und hier haben wir 2 Stück, also da ist noch ein weiteres dann drin. Die sind auch richtig schön breit. Die ich nämlich habe, sind sehr, sehr eng und die sind mir auch schon ein bisschen gerissen, leider. Und die sind super. Also finde ich großartig. Braucht man das in seinem Leben? Vielleicht, wenn man das in so einer Box mit drin hat, ne? Freut man sich doch darüber. Finde ich gut, tatsächlich. Und das Geile bei Brushworks ist halt wirklich, das ist keine super teure Marke. Das heißt, man kann sich die easy peasy nachkaufen, wenn die einem gefallen. So, dann habe ich hier was drin, das hatten wir auch schon mal in der Box drin. Da weiß ich noch nicht so genau. Isoclean, 60 Sekunden Professional Make-up Brush Cleaner. Das ist ein Ding, was man nehmen kann. Ich würde es jetzt nicht für Cremepinsel nehmen, also wenn du dir eine Foundation oder so damit aufgetragen hast, ne? Hier würde ich schon richtig reinigen. Aber wenn du dir zum Beispiel so Puder, Blush, Bronzer, Highlighter oder Lidschatten oder so aufgetragen hast und keinen Bock hast, jeden Tag dann deine Pinsel zu waschen, kann man das für mal eben kurz nehmen. Ne? Ganz damals, als ich auch mit YouTube angefangen habe, habe ich sowas immer und viel verwendet. Und da hat mir das auch gefallen. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, komm, Claudi, sei nicht so faul, wasch deine Pinsel. Genau, irgendwann muss man die natürlich auch waschen, also richtig mit Seife und so, aber für mal eben so ist das gar nicht verkehrt. Ich glaube, für einen Urlaub kann das ganz gut sein, wobei das dann da wahrscheinlich ein bisschen groß ist mit 110 Millilitern, aber wo ich mir das auch gut hätte vorstellen können, ich war letztens mit meinen Mädels ja auch unterwegs und dann waren wir, ne, 90er Festival und so weiter, dann hätte ich nicht so viele Pinsel mitnehmen müssen. Dann hätte man zwischenzeitlich einfach die hier mit reinigen können. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen, ne? Ne? Ne. Wahrscheinlich. Dann habe ich hier noch was. Und zwar von Grüm After Sun Face Oil Bar. Okay, mit Vitamin E und Camelliaöl. Handmade in England. Aha, ein festes Öl. Auch interessant. Bin jetzt nicht so der ultimative Fan von festen Produkten. Aber das soll halt die Haut, die mit Sonne in Kontakt gekommen ist, beruhigen. Und ja, eben dadurch, dass es ein Stück Produkt ist, ist es halt reisefreundlich. Das stimmt, definitiv, das kann dir nicht auslaufen. Und es wiegt auch deutlich weniger, als wenn du das als großes Produkt mitnehmen würdest. So sieht es aus. Und in Kontakt mit, oder in längerem Kontakt mit dem Gesicht, mit der Haut, wird es dann entsprechend auch dann ölig werden. Steht hier auch so, einfach übers Gesicht gleiten.
Auch eigentlich ganz cool. Natürlich solltest du es am besten nicht direkt ins Sonnenlicht stellen, weil dann wird es wahrscheinlich sehr schnell sehr flüssig. Ja, muss ich mal ausprobieren, ob ich das mag, muss ich ehrlich sagen, ne? Weil, wie gesagt, normalerweise so feste Produkte zu, als Shampoo oder so mag ich nicht gerne. Ich hatte auch mal ein festes, eine feste Gesichtscreme, die fand ich gar nicht so verkehrt. Hier muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht zu sagen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das finde ich cool. Von Anastasia Beverly Hills ein Clear Brow Gel. Das ist eine kleine Größe mit 2,5 ml. Müsste ich auch noch da haben. Und ja, das ist jetzt kein Festtacker Augenbrauengel, aber es ist ein sehr gutes Augenbrauengel, was man sich vielleicht auch nicht unbedingt in der Originalgröße gekauft hätte. Aber wenn es jetzt so in der Box mit drin ist, ich finde es geil. Also, dass die Anastasia Beverly Hills hier reinpacken, freut mich. Ich finde auch, dass du sowas immer super in Beautyboxen reinpacken kannst, weil das universell verwendbar ist. Also für alle Hautfarben, für alle Haarfarben, für alle, die Augenbrauen haben, die können es halt verwenden. Finde ich gut. Wenn du dann dein Gesicht reinigen möchtest, kannst du hier von Elemis den Superfood Glow Cleansing Butter, den, das, die nehmen. Und da sind 20 ml drin. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Produkt, was auch noch mit AHA unterwegs ist. Gut, wenn man sich abends abschminkt und das ja nur fürs Abschminken nimmt und sich danach zum Double Cleansing vielleicht dann darüber nochmal einen wasserbasierten Cleanser quasi gibt, ist das, glaube ich, alles soweit in Ordnung. Ne? Und am nächsten Tag sowieso immer schön Lichtschutzfaktor verwenden, Kontakt mit Augen vermeiden. Nee, Visage et yeux. Du kannst es fürs Gesicht und die Augen verwenden. Ich wollte schon sagen, du kannst es doch auch für die Augen nehmen. Ne? Das wäre ja sonst ein bisschen blöd. ja, finde ich cool, dass wir hier so ein hochpreisiges Produkt drin finden dürfen und halt auch in so einer Reise freundlichen Geschichte. Das ist sonst nämlich in einem sehr, sehr großen Pot drin. So, und dann kommen wir schon zum... Nee, hier habe ich noch eine kleine Probe drin. Das ist wahrscheinlich ein Goodie, weil ich habe ja schon 5 Produkte gezeigt. Von Youth to the People Face Wash. Ach, guck mal. Dann kannst du das als zweiten Schritt vom Double Cleansing sogar nehmen. Ne? Das ist als Goodie hier mit dabei mit Kohl und Spinat. Abgefahren. Guten Appetit. Wow, und dann habe ich hier das letzte und zwar ist das von First Aid Beauty Exfoliant, wo steht es denn hier? Bump Eraser Body Scrub mit 10% AHA. Warum machen die das mit dem AHA hier überall? Ich weiß es nicht. Safe for Sensitive Skin. Okay, es ist wahrscheinlich, weil es ein Scrub ist. Du wäschst es eh ab, ne? Ja. Okay, 28,3 Gramm. Das ist halt auch eine reisefreundliche Größe und finde ich gut. Also bis auf das AHA, das ist, glaube ich, ein bisschen zu sehr Richtung Hochsommer. Schwierig, glaube ich, oder? Wie würdet ihr das machen? Würdet ihr solche Produkte, die ja Reinigungsprodukte sind, auch im Sommer anwenden? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Sowieso super wichtig, Lichtschutzfaktor, Leute, ne? Nicht vergessen. Nun, wir haben hier ein Tool mit dabei, was ich sehr, sehr geil finde. Wir haben hier so ein exorbitant verrücktes Produkt drin, meiner Meinung nach, weil das ist jetzt nicht unbedingt so ein klassisches Beauty-Routinen-Produkt, ne? Finde ich gut. Dann haben wir was gegen die aktuelle Situation mit der Sonne, wobei die jetzt bei uns gerade nicht so möchte, aber sie kommt bald wieder. Dann haben wir was in Richtung dekorative Kosmetik, etwas fürs Gesicht zum Abschminken, etwas für den Körper zum Reinigen und Peelen. Es ist ein schöner Mix und ich finde auch, dass die Box ganz gut gestaltet ist, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu extra, ein bisschen zu speziell. Ich persönlich finde es geil, bin ich ehrlich. Ich mag das, wenn wir halt so speziellere Produkte hier drin finden und nicht nur die Klassiker, Shampoo, Duschgel, Bodylotion, weißt du, sowas halt, Gesichtscreme, weil dann hast du irgendwann, wenn du die jeden Monat auch bekommst, sehr viel davon. Das ist einfach jetzt sehr speziell. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu den Produkten und zu der Box in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Ja, und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.